Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Und es ist ein besonderer Abend, Sie können es auch schon sehen. Wir haben uns sehr, sehr lange darauf gefreut und es ist wirklich eine besondere Ehre, denn inmitten zweier Drehtermine ist heute Abend Veronika Ferres hier bei uns zu Gast. Schon mal einen großen Applaus an dieser Stelle. Toll, dass Sie es geschafft haben, hier nach Frankfurt zu kommen. Ganz großartig. Ja, Sie wissen es vielleicht, liebes Publikum, immer wieder ehren wir hier im Deutschen Filmmuseum außergewöhnliche Filmemacherinnen und Filmemacher mit Abenden wie diesen. Und ja, häufig gibt es auch immer wieder einen aktuellen Anlass dafür. Der ist heute Abend ebenso aufregend wie spektakulär. Veronika Ferres hat mit Werner Herzog einen Film gedreht. Dem großen Werner Herzog, der uns Fitzcarraldo oder Aguirre, der Zorn Gottes, geschenkt hat und bis heute einer der großen Meister des Kinos ist. Wir kennen ihn natürlich alle. Salt and Fire sehen wir nachher um 20.30 Uhr in der Originalfassung. Und zuvor, auch das ist bei uns gute Tradition, präsentieren wir den persönlichen Wunschfilm unseres Gastes. Das ist heute Unter Bauern, Retter in der Nacht, der 2009 in Locarno seine Premiere feierte. Ja, und jetzt habe ich die große Freude, Ihnen Veronika Ferres vorzustellen. Und das ist eigentlich ja fast eine unnötige Liebesmühe, denn sie ist bekannt, sie ist beliebt, sie ist ein Star. Werner Herzog sagt über sie sogar, ich bin der Ansicht, dass sie der einzige weibliche Star ist, den wir in Deutschland haben. Und in der Tat, mit einer Mischung aus großem Talent und kluger Rollenauswahl, einer Mischung aus Glamour und Bodenständigkeit, so nannte es einmal die Produzentin Gloria Burkhardt, hat sich Veronika Ferres einen Ruf erarbeitet, einen Ruf des Erfolges. Und besonders das Fernsehpublikum honoriert ihr das mit stets höchsten Einschaltquoten. Ich nenne mal einfach nur Eine ungehorsame Frau von Vivien Naefe 1998, der sogar die 10 Millionen Zuschauermarke knackte. Alle Erfolge aufzuzählen würde jedoch den Rahmen heute Abend natürlich sprengen. Zu nennen sind exemplarisch vielleicht zwei ihrer vielfachen Preise. Der Deutsche Fernsehpreis für den Zweiteiler Die Frau vom Checkpoint Charlie, in dem einer Frau vom DDR-Regime die Kinder entrissen werden und sie wie eine Löwin dafür kämpft, ihre Töchter trotz aller Widrigkeiten und Repressalien wiederzubekommen. Eine ganz faszinierende Rolle. Ich habe mir gestern nochmal angeschaut, also ich kann Ihnen den sehr ans Herz legen, lohnt sich, den nochmal wieder zu entdecken. Und für Breleurs Die Manns, ein Jahrhundertroman, erhielt sie den Grimme-Preis. Dort spielte sie Heinrich Manns Ehefrau Nelly. Überhaupt Serien, das ist auch ein Thema bei Veronika Ferres. Heimat 2 von Edgar Reitz. Wunderbare Auftritte waren das damals, als die Dolly ganz am Anfang ihrer Karriere vor 25 Jahren. Ja, und auch die Zusammenarbeit mit Helmut Dietl wurde ein großer Erfolg. Zwei meiner persönlichen Lieblingsfilme sind entstanden und leben ganz stark von ihrem Spiel, Frau Ferres. Stonk natürlich, über die gefälschten Hitler-Tagebücher. Dort ist sie die Muse für den von Uwe Ochsenknecht gespielten Fälscher. Und Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief, in dem Schneewittchen, so ihr herrlicher Rollenname, in dem italienischen Spitzenlokal Rossini nacheinander zuerst Mario Adorf, dann Götz George und schließlich Heiner Lauterbach den Kopf verdreht. All das ganz wunderbar, schon am Anfang der 90er. Der große Durchbruch im Kino kam dann 1996 mit Das Supervibe von Sönke Wortmann nach dem Bestseller von Hera Lind. Und mit diesem Image kam der Erfolg und zugleich auch die Herausforderung, dieses Image, was immer wieder gerne auch als Klischee gegen sie verwendet wurde, dann auch bekämpfen zu wollen und sich stets neu zu erfinden. Und ja, wenn man die aktuelleren Werke von Veronika Ferres ansieht, muss man sagen, das ist beeindruckend gelungen. Da sind ernste Themen dabei, wie bei 247 Tage über den in der Türkei inhaftierten Jugendlichen Marco, historische Aufarbeitung des Dritten Reiches, die wirklich tiefgründig sind, von den Lebensgeschichten von Charlotte Knobloch, Annas Heimkehr 2003 und eben heute Abend Mager Spiegel in Unterbauern, den wir gleich sehen werden. All das steht Veronika Ferres sehr, sehr gut zu Gesicht. Dazu ist sie präsent, besonders bei Teenagern, in der populären Rubinrot-Zeitreise-Trilogie. Dort ist sie eine adelige Mutter der Protagonistin, auch übrigens sehr sehenswert. Deutsches Arthouse-Kino macht sie ebenfalls. Vielleicht haben Sie vor ein paar Tagen König von Deutschland auf Arte gesehen. David Dietl hat Regie geführt an der Seite von Olli Dittrich. Oder jetzt auch bald starten Short-Term Memory Loss von Andreas Arnstedt. Da ist sie dann die Ehefrau eines Mannes, der sein Kurzzeitgedächtnis verliert. Und in der Folge muss sie damit umgehen. Auch das sehr sehenswert. Ja, apropos Gedächtnisverlust, denn eines geht in Deutschland immer mal wieder gerne unter. Auch die internationalen Rollen beeindrucken in ihrer Karriere. Veronika Ferres stand zum Beispiel bereits mehrfach an der Seite von John Malkovich vor der Kamera. Besonders hervorzuheben sind Klimt,
von Raoul Ruiz, ein Biopic über Gustav Klimt, in dem sie dessen Ehefrau spielt. Die Miniserie Les Misérables, übrigens auch mit Jeanne Moreau, Charlotte Gainsbourg, Gérard Depardieu, unglaubliche Namen. Und Casanova Variations mit Malkovich als Giacomo Casanova. Für Uli Edels Horrorfilm Pay the Ghost kommt Veronica Ferres an der Seite von Nicolas Cage auf bizarre Weise ums Leben. Das aber auch in den letzten Jahren. Hollywood-Regisseur Paul Schrader besetzte sie für Adam Resurrected neben Willem Dafoe. Und auch mit Robert De Niro stand sie vor nicht allzu langer Zeit vor der Kamera für den Film The Comedian. Also viele, viele große Namen und jetzt vermutlich einer der Höhepunkte, die Zusammenarbeit mit Werner Herzog, Salt and Fire. Wir sind froh und stolz, heute mit ihr über all das jetzt sprechen zu dürfen. Meine Damen und Herren, es ist uns eine große Ehre. Bitte begrüßen Sie Veronica Ferres. Ja, danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, weil das ist ja wirklich etwas Besonderes. Sie kommen gerade aus Belgrad, morgen geht es zum nächsten Dreh weiter. Können Sie dazu schon mal was sagen, was Sie da gerade machen? Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre unglaubliche, intensive und tolle Fachkenntnis, für die wunderschönen Worte. Und vielen Dank, dass ich heute Abend hier sein darf. Es ist mir eine ganz große Ehre. Ich weiß, dass hier alles Filmliebhaber sitzen und Fachleute und deshalb bin ich auch, wenn Sie es nicht glauben mögen, ein bisschen aufgeregt. Da sind Sie nicht alleine zumindest. Ja, nee, also wirklich jetzt zwischen zwei Drehs. Ja. Das ich ist darf ja, leider nichts ja. darüber verraten, weil das eine ist ein großer internationaler Kinofilm mit einer 1A Hollywood-Besetzung und die nehmen sich das Recht heraus, dass sie natürlich den Film ankündigen werden. Das werden sie zu den Filmfestspielen von Cannes machen. Und bis dahin habe ich eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Darüber darf ich leider nicht reden. Da komme ich aber gerade her, habe bis heute Nacht gedreht. Es war eine tolle Erfahrung und Belgrad ist wirklich eine aufregende, spannende Stadt. Man sagt das neue Berlin. Und ja, ich genieße es sehr, da mit diesen wirklich 1A-Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, in einer sehr anspruchsvollen und auch schweren Rolle. Toll, wir sind gespannt darauf, auf jeden Fall. Danke. In den vergangenen 10 Jahren nahm ja auch die Zahl Ihrer Auslandsauftritte beständig zu, sehr, sehr auffällig auch. Ich habe mich gefragt, haben Sie das zu einem gewissen Zeitpunkt Ihrer Karriere auch wirklich für sich vorgenommen, ich möchte jetzt mehr international drehen oder wie kam es dazu? Hollywood ist das Mekka der Filmindustrie. Es unterscheidet in der Arbeitsweise nicht von deutschen Produktionen. Es sind einfach die Besten aus jeder Abteilung, aus jeder Branche, die besten Fachleute da vor Ort. Natürlich ist das irgendwo für jeden ein Traum. Und ich hatte halt das Glück, dass ich sehr jung war und in einem Oscar-nominierten und Golden Globe-nominierten Film gespielt habe, Stonk, den manche vielleicht kennen. Und das hat sich durch Zufall ergeben, weil mein Stiefsohn vor ein paar Jahren drüben angefangen hat zu studieren. Wir haben den öfter besucht, so haben sich wieder alte Kontakte entwickelt und so ist das jetzt intensiver geworden, obwohl ich bis zu dem Zeitpunkt schon 15 englischsprachige Filme gedreht hatte, wo ich vor 4 oder 5 Jahren dann wieder den Film zum Beispiel mit Nicolas Cage oder andere Projekte auch gedreht habe, was man aber in Deutschland dann auch nicht so wahrgenommen hat und was ja auch richtig ist, weil meine Muttersprache ist die deutsche Sprache und ich liebe es, hier zu sein und deutsche Filme zu machen und das andere, wenn es passiert, ist es großartig und eine immer große Herausforderung, weil man da drüben natürlich auch einfach nur danach beurteilt wird, was leistest du am Set, was kannst du, wie bist du vorbereitet und wenn du dann noch ein paar Witze nebenbei drauf hast, dann mögen sie dich auch und du wirst knallhart nach deiner Professionalität beurteilt. Und das tut mir gut. Das ist für mich wieder so eine Neuerfindung von mir. Ich habe auch kein Problem damit. Ich habe einen tollen Agenten drüben. Wenn ich drüben bin, dann sagt er, du, da ist ein Casting, geh da hin. Und dann sitze ich halt in zügigen Hinterhöfen auf einem Klappstuhl, der fast zusammenbricht und bin Nummer 23 und habe dann 5 Minuten Zeit zu zeigen, was ich kann. Und das ist für mich wie eine Art Neuerfindung. Ich fühle mich da wie 17, das, so wie alles anfing. Ich muss das wieder neu alles erobern und das tut mir so gut und ich bin so dankbar dafür, dass ich das erleben darf. Aber das ist wirklich nur eine Randgeschichte. Meine Muttersprache ist mein Handwerk. Ich liebe meinen Beruf über alles. Ich liebe die
deutsche Film- und Fernsehlandschaft. Und hier bin ich zu Hause und der habe ich alles zu verdanken. Was würden Sie denn sagen, was ist so der Hauptunterschied? Sie haben ja wirklich den bestmöglichen Vergleich zwischen den großen deutschen Produktionen und den großen amerikanischen Produktionen. Ist das die Atmosphäre am Set? Ist das der Umgang miteinander oder gibt es da noch was anderes? Die Wartezeiten. Länger oder kürzer? Viel länger. Da geht es natürlich viel mehr um Technik, um Vorbereitung. Wenn die Budgets auch andere sind, sind die Wartezeiten einfach viel länger. Und man muss die so nutzen am Tag, dass man jede Sekunde auf der Höchstleistung ist. Dass die anklopfen am Trailer, dann steht man da und dann ist man bereit, die Höchstleistung zu bringen. Das heißt, man darf sich nie wirklich entspannen. Und dann sind auch dort die Drehtage sehr lang, wie bei uns in Deutschland auch. Und was mir auch aufgefallen ist, dass die Filmkritik in den USA ganz anders über sie schreibt, als es in Deutschland der Fall ist. Ich beschwere mich in Deutschland auch nicht. Ich habe auch sehr viel positive Presse und auch sehr viele Fans. Und dass man, wenn man fast 90 Filme im Leben gemacht hat, nicht alle selber toll findet, sage ich auch hier, und die Kritiker das Recht haben, manche besser zu finden und manche nicht, finde ich das eine Selbstverständlichkeit. Und ich stehe nicht im Lichte der Öffentlichkeit, weil ich angehimmelt werden möchte. Ich stehe im Licht der Öffentlichkeit, weil ich mich als Geschichtenerzähler empfinde. Und ich möchte die Menschen zum Träumen inspirieren und an die Kraft ihrer eigenen Träume wieder zu glauben. Und wenn mir das durch einen Film gelingt, auch nur einen Menschen dazu zu ermutigen, dann ist das das schönste Geschenk für einen Künstler. Und Kritik muss ich aushalten. Ich lebe natürlich in dieser Absurdität, dass wir Schauspieler auf der einen Seite eine Haut haben müssen wie ein Elefant, dickhäutig und viel Kritik und einfach hinnehmen müssen. Auf der anderen Seite die Sensibilität eines Maikäfers, weil nur dann bist du ganz durchlässig am Set, nur dann kannst du wirklich alles geben und machst dieses Tor zur Seele auf und machst dich ganz verwundbar. Und das ist das, was wirklich Weltklasse-Regisseure erwarten und lieben. Ja, dieses Vertrauen auch. Und man muss aufpassen oder genau schauen, mit wem arbeitet man als Regisseur und dem dann wirklich das Tor der Seele öffnen, um sich komplett in diese Rolle hineinzufinden. Und diese Diskrepanz von der Dickhäutigkeit und dieser Verletzbarkeit, das ist eine ständige Gratwanderung in meinem Leben, die ich manchmal besser bewältige und manchmal schlechter. Ich würde gerne bei dem Wort Geschichtenerzählerin einhaken. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal in der Vorbereitung gelesen und gehört, dass Sie gerne sich Ihren Beruf so bezeichnen. Ist das das, warum Sie auch diesen Beruf angefangen und ausgeübt haben? War das das Gefühl, ich will Geschichten darbringen? Ja, weil früher hätte man gesagt, auf dem Dorfplatz versammelt man sich und dann sitzen da abends welche, die beim Lagerfeuer den Menschen etwas vorspielen, möglichst sie gut unterhalten. Das ist meine oberste Maxime, dass ich niemals den Zuschauer langweilen darf. Und als zweites, wenn man dann zur guten Unterhaltung, zum Zeitvertreib, die Menschen noch inspirieren kann, etwas in ihrem Leben, woran sie selber glauben, was sie träumen, wonach sie sich sehnen, etwas in ihrem Alltag dafür zu tun, oder indem man noch etwas lernt zu der guten Unterhaltung dazu, dann ist das die Königsdisziplin. Und danach strebe ich mit Filmen wie diesem hier und mit vielen anderen. Natürlich gibt es auch die reine Komödie, die toll unterhalten soll. Ich habe gerade für Fox einen großen Kinofilm gedreht, der heißt Unter deutschen Betten, die Verfilmung eines Bestsellers. Das ist eine Komödie, die da gibt es unheimlich viel zu lachen und trotzdem ist aber die Tiefe dahinter, dass es darum geht, dass ich eine solche Bitch spiele, eine solche oberflächliche, dumme Nuss, die ein One-Hit-Wonder war und die keine Werte im Leben hat. Und durch einen ganz tiefen Fall macht dann nur ihre Putzfrau ihr noch die Türe auf. Und dann muss sie lernen, durch die tiefe Schule der Demut zu gehen, um Mensch zu werden. Und diese Einsamkeit, die diese Frau hat, ungeliebt zu sein, nicht mehr dazuzugehören, zu verfehlen, diese Einsamkeit, die steht dahinter und die macht diese Person für mich in all ihrer Tollpatschigkeit und mit aller Komik sehr, sehr liebenswert. Und deshalb wollte ich diese Geschichte erzählen. Würde es dann nur um Lachen und Gags gehen, würde es mich nicht interessieren.
Ich habe auch gefragt, weil ich habe gelesen, also um mal ganz an den Anfang ihrer Karriere zurückzuspringen, sie haben sich an ganz vielen staatlichen Schauspielschulen beworben. Ich glaube, mindestens 12 haben sie abgelehnt. Und es fiel sogar der Satz, man wolle nicht, dass sie ein Sozialfall werden. Das ist tatsächlich alles passiert am Anfang ihrer Karriere. Können Sie uns erzählen, was muss man da für einen Glauben an sich selber haben, um dann zu sagen, ich finanziere mir das irgendwie selbst durch Job nebenbei, mache quasi das Studium auf eigene Faust und versuche da einen Fuß zu fassen? Ja, das hat mich eigentlich angespornt, weil es mich wütend gemacht hat, weil es immer unabhängig voneinander kam, von den besten Schauspielschulen, den deutschsprachigen, kam immer, ja, Talent da. Und es sind, um sich das kurz vorzustellen, ungefähr immer 1000 Bewerber pro Jahrgang und in die Klasse werden nachher genommen 12 bis maximal 14, 15. Und bei diesen 1000 Bewerbern gibt es eine Runde, da wird ausgesiebt, dann gibt es die nächste Runde, eine Woche später, ein paar Tage später und dann gibt es wieder eine nächste Runde. Und ich war unabhängig voneinander, ich weiß nicht mehr wie oft, ich glaube 10 Mal unabhängig voneinander, war ich bei den letzten 30. Und ich habe es nie geschafft zu den letzten 12. Und dann kam immer eine Frau von 1,80, für sie gibt es keinen Job, sie werden ein Sozialfall, Zu machen sie was groß. anderes, Die sie sind zu Größe war da groß. schuld. Okay. Ja. Und dann habe ich gesagt, wegen ein paar Zentimeter Beinlänge lasse ich mir jetzt nicht meine Berufung nehmen. Das ist meine, dafür lebe ich, das liebe ich. Ich habe, als ich 12, 13 war, habe ich mich zu Hause versteckt und habe Schiller, Goethe, Shakespeare gelesen und Danton, Büchner und habe mich so verliebt in diese Literatur. Ich wollte das zum Leben erwecken. Und da habe ich gedacht, dann lasse ich mir das nicht nehmen, dann mache ich das jetzt anders. Dann habe ich meinen Medizinstudienplatz zum Leidwesen meiner Eltern nicht angetreten. Und bin nach München gegangen und habe Theaterwissenschaften, Germanistik und Psychologie studiert. Theaterwissenschaften, um über Dramaturgie und Theater viel zu lernen, über Spannungsbogen, wie man eine Figur aufbaut, wie du den dramaturgischen Bogen führen musst, um sie spannend zu erzählen. Wo fangen die ersten Brüche an, die Widersprüche? Wo sind die verschiedenen Ebenen, die du erzählen möchtest? Was erzählst du nicht auf der Bühne oder auf der Leinwand, ist ja das viel Spannendere als die Worte, die man spricht, ja, die Off-Szenen. Und habe das da alles gelernt und Psychologie, weil es Schauspielerei ist, Psychologie auch, dass wir, mein Beruf ist nichts anderes, als Menschen zu studieren, in gewissen Situationen das abzuspeichern und wieder aufzurufen, wenn ich es brauche. Und Germanistik aus Liebe zur Literatur. Also das waren die drei Fächer. Und dann habe ich relativ schnell angefangen, ja, musste ich durch Synchron sprechen, mein Studium mir selber finanzieren und habe dann bei August Everding die ersten Theater- und ja, Filmrollen später bei Edgar Reitz, das war meine erste Filmrolle, spielen dürfen und habe mich einfach unermüdlich überall beworben. Vollkommen naiv. Bin überall hin, habe angeklopft, habe gesagt, ich bin junge Studentin der Theaterwissenschaften. Wenn Sie mich nicht vorsprechen lassen, ist das Ihr Problem, weil da verpassen Sie was. Also so war ich drauf. Genau, einer davon war Walter Bockmeier, Ja, Walli der hat mich Bockmeier, dann die besetzt in Geier-Walli. Geierwalli. Und da waren sie dann am Theater die Hauptrolle. Ja. Und als das dann verfilmt wurde, hat er sie aber nicht in der Hauptrolle Nein, weil besetzt. ich da noch zu jung war und keinen Namen hatte und nicht bankable sozusagen für die Finanziers, die dahinter standen, nicht. Das war damals schon so, Ja. ja. Ja, und dann, Sie haben es gerade auch schon gesagt, Stonk, vielleicht können wir mal das zweite Bild einspielen, war ein großer Erfolg, denn, ich weiß nicht, vielleicht kommt es gleich, genau, ich habe mal in der Münchner Ausstellung im Literaturhaus Ja, dieses Bild Wahnsinn. gefunden. Ja. Da haben Sie sich mit Helmut Dietl, der neben Ihnen sitzt und offensichtlich ein bisschen zu lange in der Sonne war, auch mit Billy Wilder zum Beispiel getroffen. Also man war plötzlich aufgrund des Erfolges von Stonk auch mit ganz anderen Menschen unterwegs. Also Billy Wilder, kennen Sie natürlich, One, Two, Three zum Beispiel, ein ganz großer Film, Some Like It Hot, all das, große Komödien von ihm. Wie war das? Ich habe heute noch Briefe von Billy Wilder und natürlich dadurch, dass der Film damals für den Oscar nominiert war, wurde ich in Amerika, also in Hollywood, rumgereicht wie so warme Semmeln und hatte ich plötzlich eine Agentur und dann bekam ich jeden Tag irgendwie 5 Drehbücher hingeschmissen. Ich konnte die gar nicht lesen, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte und ich war einfach nur verschreckt. Ich war zu jung. Ich war einfach mit Anfang 20, ich war zu jung, ich war damit überfordert. Und habe dann da ein halbes Jahr gelebt, habe das auch sehr genossen. Das hat mich auch unglaublich geprägt. Und die Abende mit Billy Wilder waren sehr intensiv, weil Helmut Dietl damals für den Stern
ich glaube, eine vierteilige oder sechsteilige Serie geschrieben hat über das Leben von Billy Wilder, sodass diese Interviews, die die führten, über Wochen gingen. Und dann mussten wir immer abends zum Abendessen zu Billy und Audrey gehen. Und Audrey fing immer um 17 Uhr an mit Whisky. Und dann fing sie an mit ihren Beschuldigungen, weil sie war ein Leben lang eifersüchtig. Und dann erzählte sie, wie das war. War Billy, warum hast du mit Marlene immer Erbsensuppe gegessen, die sie mit ans Set gebracht hat? Und warum war das mit Marilyn so? Und sie war dann so direkt mit ihm und wir waren immer zu viert und da mittendrin. Mhm. Und das werde ich natürlich nie vergessen, auch wie Billy Wilder gelebt hat und dass dieser großartige Mann ganz, ganz arm seinen Lebensabend hätte bestreiten müssen, hätte er nicht Kunst gesammelt. Mhm. Er hatte keine Rechte mehr von keinem seiner Filme, keine Wiederholungsrechte. Und nur dadurch, dass er die Kunst verkauft hat, wow. Und er hatte großartige Kunst bei sich. Das war im obersten Stock von einem Apartment. Ich sage die Adresse jetzt nicht. Mhm. Und dieses Wohnzimmer, es war unfassbar, was da an Picasso, an Chagall, an Kunst drin war. Und das war damals alles für einen Apfel und ein Ei, hat er das gekauft. Und dadurch, dass er dann das verkauft hat, konnte er überhaupt weiter existieren. Wow. Und er hat immer, ja, war immer irgendwie von meiner Größe und Blondheit beeindruckt. Und da habe ich immer gedacht, dann hatten die Schauspielschulen vielleicht doch nicht recht. Ich möchte aber hier nicht gegen Schauspielschulen sprechen. Schauspielschulen sind immens wichtig. Und jeder, der das Glück und die Gnade hat, da aufgenommen zu werden, sollte das zu schätzen wissen. Es haben mich auch einige der Lehrer danach dann angeschrieben und haben gesagt, Entschuldigung? Nein. Also kurz nach den Vorsprechen und haben gesagt, ich habe mich nicht durchsetzen können in meinem Gremium. Sie sind ein sprudelnder Vulkan, Sie sind ein unglaubliches Talent. Dieser Diamant, den Sie haben, das muss geschliffen werden. Kümmern Sie sich selber privat um Unterricht. Ich würde mich anbieten, ich unterrichte Sie. Es war einer dieser Lehrer, die mit in der Jury waren, der Lehrerinnen, bei der habe ich dann auch Unterricht genommen. Und zum Beispiel die Schwester von Werner Herzog, ganz seltsam, war in einer dieser Jurys und hat mich dann auch gecoacht und begleitet und mich an richtige Schauspiellehrer vermittelt. Ich habe dann alles gelernt, von Florettfechten bis Stimmbildung, Rollenstudium, klassische Dramaturgie, reiten konnte ich schon. Aber alles, was die im Programm, im Stundenplan hatten, habe ich dann durch teure Privatstunden mir einfach erarbeiten müssen. Und das hat es dann nochmal wertvoller gemacht. Und wir sehen vielleicht mit dem nächsten Bild auch, mit Helmut Dietl ging es natürlich dann direkt auch weiter. Hier auch ein Bild aus Rossini, wo Sie mit Merit Becker zu sehen sind. Helmut Dietl gilt ja als einer der besten Schauspielerregisseure, die wir in Deutschland je hatten. Können Sie vielleicht beschreiben, Sie haben gerade über Billy Wilder geredet, was ihn ausgezeichnet hat. Denn er hat ja etwas anders gemacht, offensichtlich, weil diese Filme ja bis heute eine unglaubliche Wirkung entfalten. Auch gerade durch das Ensemble, was er da führt. Ja, die Autorenregisseure, die ihre Werke selber schreiben, arbeiten sicherlich anders als Regisseure, die Drehbücher von anderen verfilmen. Helmut Dietl hat seine Texte sich 100-mal vorgesprochen. Und wenn ein Schauspieler nur ein Wort dazu gesagt hat, war das für ihn schon wie Körperverletzung. Und wie hat er dann reagiert? Ja, also konntest du das jetzt nicht einfach sagen, wie es da steht? Also das habe ich das jetzt so geschrieben. Das habe ich doch jetzt jahrelang so geschrieben. Was denkst denn du dir jetzt? Warum sagst denn du da und, wo da oder steht, oder? Also das kannst du... Also du kannst das nicht spielen, da stehen doch drei Pünktchen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das heißt Gedanken. Du hast die Pünktchen nicht mitgespielt. Dann sagte Mario Adorf, darf ich es dir mal so anbieten? Und dann sagte er, zeig mal, was willst du denn jetzt? Dann spielte Mario Adorf, sagte, na, jetzt hast du zwei Pünktchen gespielt und nicht drei. Also so präzise war das und so unglaublich präzise musste man sich vorbereiten mit den Texten. Und dann war es am Set eigentlich ganz einfach. Wenn er dann was nicht mochte, sprang er aus seinem Regiesessel raus und sagte, na, jetzt muss ich das mal spielen. Also jetzt geh mal weg, Götz, jetzt musst du mal wegtreten. Also du musst den Kopf so halten. Wenn du den Kopf nicht so hältst, dann wird das nichts, dann wird das nichts. Und dann kam er, spielte das vor, es haben manche Schauspieler gehasst, ich überhaupt nicht, weil es natürlich ein sehr viel kürzerer Weg ist, anstatt mit Worten etwas auszudrücken. Und dann musst du es ja trotzdem mit deiner
mit deinem Dasein und deiner Rolle erfüllen und ausfüllen. Und ich habe unglaublich viel gelernt über komödiantisches Talent, über Timing. Ja, Timing ist bestimmt das Wichtigste. Ja, er hat auch einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, dass sie einen unglaublichen Riecher hätten für die Rollen, die sie auswählen, weil das ist sehr, sehr durchdacht und meistens haben sie auch einen Riecher dafür, dass das dann beim Publikum gut ankommt. Jetzt würde mich interessieren, wenn man das weiterdenkt, wie suchen sie denn ihre Drehbücher aus? Worauf achten sie denn, wenn sie was zugeschickt bekommen? Ist das Bauchgefühl oder gibt es da eine Strategie? Das ist nur Intuition. Ich vertraue nur den Gefühlen, die ich dann habe. Und wenn die Gefühle so stark sind, dass ich sage, ja, da möchte ich Monate meines Lebens mit verbringen, weil jede Rolle ist wie eine potenzielle Schwester, das ist ein Familienmitglied, das ich aufnehme. Ich kümmere mich um die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieser Person. Und ich lebe mit ihr Tag und Nacht, ich beschäftige mich mit ihr, ich denke über sie nach, ich frage mich, wo kommt sie her, was hat sie für Ängste, für Sorgen, für Nöte, was würde sie glücklich machen, wie würde sie leben, wie würde sie ihr Haus einrichten, ihre Wohnung, hat sie einen Kinderwunsch oder nicht, warum hat sie nie welche gehabt. Ich recherchiere über, wenn es eine Epoche ist, über die Zeit, wie die Menschen da gelebt haben. Oder ich fahre, wie ich das gemacht habe bei einer Lena Fauch, wo Johannes Fabrik Regie gemacht hat, tatsächlich in den Gerichtssaal und schaue mir diese Gerichtsprozesse an. Leider hat man mich trotz schwarzer Perücke dann doch erwischt, weil ich so dumm war und habe für meine Dokumentation, habe ich mit dem Handy Fotos gemacht von dem Gerichtsprozess und dann wollten die mich natürlich gleich mit Handschellen abführen. Dann musste ich meinen Ausweis zeigen und alles. Ich wollte damit natürlich dann zu Hause wieder arbeiten, dann drucke ich mir das aus, klebe mir das ins Drehbuch ein und so. Ja, das war dann auch ein kleiner Presseskandal, aber passiert halt. Also ich recherchiere und habe ich ganz viel Neugierde und Fantasie, wie ich mir so eine doch dann erstmal vollkommen fremde Person sehr, sehr nah an mich ranhole. Und das ist ein so aufregender Beruf und so vielschichtig und so spannend, weil dann kommt man ans Set und dann hat man einen Regisseur da und der hat seine Vision. Und das ist für mich wie ein Dirigent und wir Schauspieler sind das Orchester. Und wenn ich Glück habe, darf ich die erste Geige spielen. Wenn ich Pech habe, bin ich der siebte Bass von hinten links. Wie der Regisseur auch mit einem umgeht. Und deshalb stehen da alle Antennen ganz hoch und ich versuche, die Vision des Regisseurs umzusetzen und eines seiner Instrumente zu sein, weil nur er hat das Gesamtkunstwerk im Kopf und nur er kann sagen, wie jeder welchen Ton spielen soll, dass das Ganze einen wunderbaren Klang, ein wunderbares Klangvolumen bekommt. Und da ordne ich mich komplett unter und höre nur zu und versuche so schnell wie möglich, so subtil wie möglich und so wahrhaftig wie möglich, das umzusetzen, was der Regisseur möchte und jede Sekunde vor meiner Kamera das Beste zu geben, vor der Kamera. Ja, zum allerersten Mal die wirklich erste Geige haben sie dann in das Supervibe gespielt. Vielleicht können wir das nächste Bild, ein Set-Foto, mal einspielen. Das war ihre erste große Hauptrolle. Man sieht sie hier mit Til Schweiger und mit Lilo Pulver auf dem roten Teppich am Anfang, wenn die Premiere dann stattfindet des Filmes. Ja, ich würde ganz gerne vielleicht zunächst mal die Frage stellen, wie stehen Sie heute zum Supervibe? Ist das ein Film, wo Sie weiterhin sagen, das war genau der richtige Schritt? Es war absolut der richtige Schritt. Das war für mich das erste Mal die Hauptrolle. Und um zu prüfen, trage ich eine Hauptrolle? Trage ich wirklich 95 Minuten im Kino und möchten die Leute da mitgehen und das anschauen? Und toi, 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 das hat funktioniert. Das war ein ganz großer Schritt. Und ich habe auch das Klischee, das Supervibe, immer geliebt. Die Presse hat das immer so abfällig geschrieben. Ferris, das Supervibe. Und wie, was ist das für ein Titel und so. Und ich habe immer gesagt, ich bin so dankbar, dass ich ein Klischee habe. Weil jetzt habe ich die Aufgabe, dieses zu brechen. Und Dinge dagegen zu machen und zu spielen. Und das habe ich ja dann auch. Wenn man gar kein Klischee hat, dann ist es schwieriger, überhaupt das zu brechen. Also habe ich versucht, das anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Zumal das ja auch wirklich ein Film ist, auch ein Ensemble-Film, kann man sagen, mit richtig großen Schauspielern. Also ich habe bewusst dieses Bild ausgewählt, weil Lilo Pulver ist ja wirklich eine der Grand Dames der deutschen Filmgeschichte, kann man sagen.
Was zeichnet denn für Sie so eine große Schauspielerin aus? Also ist das was, gibt es vielleicht eben Vorbilder, an denen man sich auch orientiert hat, wo es dann eben auch hieß, ja, sie hat ja mit Billy Wilder gespielt, also sie hat das alles schon mal durchgemacht. Ist das was, wie man dann, wo man sich vielleicht auch Strategien abschaut? Oder war das bewusst der Weg, man, ich will was Eigenes? Bei mir nützt es ja nichts, eine Strategie abzuschauen, weil ich intuitiv alles entscheide. Mhm. Also es gibt viele Menschen um mich rum, die sich die Zähne ausbeißen, mir Strategien anzueignen. Und wenn es dann um Entscheidungen geht, dann kann ich doch nur sagen, ich muss diese Rolle spielen oder nein, ich kann es nicht. Und bitte, bitte zu meiner Agentin, die großartig ist, dank Inga Pudenz an dieser Stelle, und die dann damit leben muss, dass ich sage, nein, da sehe ich mich nicht. Auch wenn das das und das Umfeld ist oder du aus den und den Gründen das gerne möchtest. Mhm. Also eine Strategie habe ich mir von Lilo nicht abgeschaut. Aber was diese Frau hat, Würde. Und einen unglaublichen Respekt vor jedem Menschen. Und Lilo Pulver hat ja, wie vielleicht einige wissen, ein sehr tragisches privates Leben auch erleiden müssen und tut das immer noch. Aber sich dabei diese Herzlichkeit und Offenheit zu bewahren, das habe ich mir vielleicht abgeschaut sehr früh. Mhm. Natürlich, die Sinuskurve des Lebens macht vor niemand Halt, auch nicht vor mir. Und natürlich gibt es Verletzungen, Enttäuschungen, Einsamkeiten, Ängste. Aber mir niemals deshalb, weil mich Menschen enttäuscht haben, die Offenheit nehmen zu lassen, genauso mit frischem Herz auf wen Neuen zuzugehen, das ist etwas, wofür ich jeden Tag lebe und woran ich arbeite für mich, was ich mir erhalten möchte. Ja, was komplett Neues war dann eben der Schritt nach Hollywood. Vielleicht mal das nächste Bild. John Malkovich. Mit dem haben Sie ja wirklich mehrere Filme schon gemacht. Wir sehen hier ein Bild aus Klimt. Sie sind auch gut befreundet. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was das bedeutet. Weil er hat, weil Sie jetzt auch vieles gesagt haben, was Ihnen Schauspiel bedeutet, er hat das mal so umschrieben, dass es für ihn eine Art der Verführung sei. Schauspielerei. Absolut. Also wenn Ihnen ein Moment vor der Kamera gelingt, der höher ist als der, den Sie in Ihrer eigenen Fantasie und Vorbereitung der Szene sich erarbeitet haben. Wenn das gelingt, noch einen Tick höher zu gehen, und das spüre ich intuitiv, das spüre ich mit jeder Zelle meines Körpers. Ich weiß auch sofort, ob ein Regisseur zufrieden ist oder ob er noch was ändern will oder nicht. Ich gucke nur so drüber und sehe das sofort und spüre, wenn das gelingt, das ist die höchste Erfüllung. Das ist eine... Da fühlt man, als wäre die Welt wirklich rund und es würde wirklich alles gut funktionieren und es gäbe nur Frieden und es wäre alles schön. Das ist Euphorie, das ist Hoffnung, das ist Glaube, das ist Glück, das ist Liebe, das ist unfassbar, was man da empfindet. Das ist das Paradies. Ja so. Und das Schönste ist auch für mich, sind nicht die Filme anzuschauen oder die Pressearbeit. Die Leute denken immer, es fällt mir leicht, weil ich mache für jeden Film Presse, weil es für mich reicht es nicht, das Kind auf die Welt zu bringen. Ich möchte ihm auch das Gehen beibringen. Deshalb mache ich für jeden Film Presse. Es ist aber sehr anstrengend. Das nimmt immer etwas von einem, wo ich mich danach wieder schützen muss und in die heiße Wanne und mich beschützen und wieder bei mir ankommen, weil es einen doch sehr anders verletzbar macht als eine künstlerische Arbeit. Zumal es ja auch immer das Gleiche ist. Also das unterschätzt man vielleicht als Außenstehender auch. Man muss ja mehr oder weniger 100-mal dasselbe über den Film sagen, weil es jeder hören will. Es kommen aber auch Journalisten, die andere Fragen stellen. Die erfreuen einen dann sehr. Aber im Prinzip haben Sie recht. Es ist über so eine Pressetour sind es sehr, sehr oft die ähnliche Fragen, ja. Aber das, was für mich den Beruf ausmacht, wie gesagt, ist nicht das fertige Produkt anzusehen, sondern die Arbeit am Set. Die Arbeit auf der Bühne, die Arbeit am Drehort, dieses kreative Miteinander in einem Ensemble, mit Regie, mit Kamera, mit Technikern, mit Kostümbildnern. Jeder muss in diesem Zahnrad so funktionieren, dass in dem Moment, wo die Kamera läuft, mit monatelanger Vorbereitung, alles auf dem Höhepunkt sein muss, dann wird es gut. Und das ist auch für mich, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, wir hatten immer viele Menschen bei uns zu Hause. Das ist für mich auch so was ganz Wichtiges, immer im Miteinander das Beste zu geben. Mhm. Da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Wie wichtig ist es Ihnen auch über Technik und dergleichen Bescheid zu wissen, was am Set so passiert? Absolut wichtig. Ich weiß das auch. Ich sehe sofort, welche Linse die in der Kamera drin haben und weiß sofort, ist es so. Bei den Blenden, ich komme an Drehorten, sehe, wie das Licht aufgebaut ist und weiß sofort, wie das aussehen wird. Und das hat mich
natürlich erst in den letzten vielleicht 10, 20 Jahren. Aber das hat mich noch nie, wenn ich nachher den fertigen Film gesehen habe, ich wusste es immer vorher. Mhm. Ich brauche den Film dann gar nicht mehr sehen. Das ist ein gutes Stichwort. Sie haben sich aus 90 Filmen, vielleicht können wir das letzte Foto einspielen, nämlich auch Unter Bauern gewünscht, 2009. Ah, die Vorfahrin ist gerade im Saal. Sie kriegen das Foto gleich. Ja, Sie haben sich einen Film ausgesucht, der Ihnen etwas Besonderes bedeutet. Können Sie uns erzählen, warum Unter Bauern? Marga Spiegel war... Die wir hier sehen. Ja. Marga Spiegel war, ist durch die gemeinsame Arbeit eine Freundin geworden. Und ich habe einen Dreizeiler gelesen über ihr Leben und dass sie in die Schulen geht, in Grundschulen, in Real-, Haupt- und Schulen und Gymnasien und über ihr Leben erzählt. Und Marga Spiegel gehörte zu den wenigen Menschen, die den Holocaust überlebt haben, weil sture Bauern aus dem Münsterland sie versteckt haben. Und da meine Eltern Bauern, Kohle-Kartoffelhändler waren, meine Mutter Bauerin im Rheinland, Düsseldorf-Hamm, weiß ich genau, Solingen, Düsseldorf-Hamm ist sie geboren, ich bin in Solingen aufgewachsen, weiß ich genau, was diese Sturheit dieser Bauern bedeutet. Weil da bin ich auch mit groß geworden, mein Großvater. Der hat sich zum Beispiel niemals von einer Obrigkeit erzählen lassen, was er denken soll. Der hat immer seiner Überzeugung gefolgt. Und das erzählt der Film. Und das ist auf wahren Begebenheiten beruht dieser Film. Diese Bauern hat es wirklich so gegeben. Ich habe die Tochter, die Anni Aschoff, kennengelernt über Marga Spiegel. Und Marga Spiegel hat, das war so ein komischer Zufall, Marga Spiegel hat zwei Kinder, das Leben der Tochter, ich spiele Marga Spiegel in dem Film, das Leben der Tochter sehen Sie hier, das ist das kleine Mädchen und den Sohn hat sie später geboren. Ihr Mann hat den Holocaust auch überlebt und den spielt in unserem Film der Armin Rohde und ihr Sohn ist nach dem Krieg geboren. Und ich hatte diesen Dreizeiler gelesen und habe angefangen zu recherchieren, gibt es da schon ein Drehbuch und habe dann geholfen, einen Verleih zu finden und mit der Finanzierung geholfen, hatte damals noch keine Produktionsfirma und wollte, dass ein Film daraus gemacht wird. Und bin durch Zufall auf Ibiza im Urlaub und fahre stundenlang in die entlegensten Bergdörfer und sitze da in so einer komischen Berg-Hippie-Kneipe und dann kommt der Besitzer dieser Hippie-Kneipe zu mir und sagt, ich kenne Sie. Sage ich, ja, kann schon sein. Ja, Spiegel, mein Name. Meine Mutter ist Marga Spiegel. Und da wusste ich, ich muss diesen Film machen. Und dann habe ich angefangen mit meiner ganzen Kraft und Energie, bin zu Sendern gegangen, die sagten, nicht schon wieder Drittes Reich, will kein Mensch sehen. Der Film hat seinen Weg gemacht durch die Welt. Er hat in New York das Jewish American Film Festival eröffnet. Er hat in Locarno das Film Festival eröffnet. Er hat viele Preise international bekommen. Und er ist mir so ans Herz gewachsen, weil er das Unmögliche gezeigt hat. Und in meinem Leben gibt es auch den Spruch, das geht nicht, den gibt es nicht. Wenn man etwas möchte, geht das. Und es war unmöglich, dass Marga diesen Weg gegangen ist mit ihrem Kind und dem Mann und dass sie heute lebt und was für ein herzensguter Mensch sie war. Sie ist leider vor 2 Jahren gestorben. Aber der Film zeigt eigentlich das, was uns Vorbild sein sollte. Schöner kann man nicht überleiten auf den Film, den wir jetzt gleich sehen werden. Ich sage schon mal an dieser Stelle herzlichen Dank für das Gespräch. Nach Salt and Fire gibt es dann auch noch die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen können. Ich lege Ihnen den Film natürlich sehr ans Herz. Und an dieser Stelle bitte einen großen Applaus. Danke für das tolle Gespräch. Veronika Ferres. Vielen Dank. Toll gemacht. Danke, Herr Spürig. Viel Vergnügen beim Film.